So, herzlich willkommen zurück zu Doom 2016. Jawohl, Doom 2016. So. Ach ja, jetzt fällt mir gerade ein, ihr habt mir gesagt, das Fadenkreuz sollte ich mal anders ausprobieren. Wo könnte das denn mal drin sein? Probieren wir es doch einfach mal. Und fortsetzen. Gut, ja. Was mir an dem nicht so gefällt, ist, dass man halt hier kein... Wenn man zumindest einen Punkt in die Mitte eingebaut hätte. Okay, darum wegen der Aufladung. Ja, gut. Okay, das macht vom Sound... Hier ist der Sound zu Ende, hier kommt aber trotzdem noch was, okay? Okay, das ist dann natürlich doch... eine einigermaßen wichtige Info. Ja, das Ding zeigt halt die Genauigkeit der Waffe wahrscheinlich so ein bisschen an. Und warum ist das... Achso. Ich wollte schon sagen, warum ist das nach rechts verschoben, aber passt schon. Ja, das scheint mir so ein bisschen die Genauigkeit der Waffe. Ja, gut. Dann macht das immer doch Sinn. Dann macht das wirklich doch Sinn. Okay, ja, dann lassen wir das so. Dann ist das wohl doch besser so. Okay, ja. Na, da siehst du auch so. So, wo war ich überhaupt stehen geblieben? Ich muss mal hier auf der Map gucken. So, hier oben ist... Ah ja, hier oben war noch ein Secret. Jo, ein Secret. Und wie komme ich da hin? Die Rüstung brauche ich nicht. Wird hoffentlich auch nicht als Secret sehen. Nee, da war ich aber auch schon. Ja, wie komme ich jetzt da oben hin? Vielleicht muss ich da diesen tollen Fahrstuhl hier benutzen. Kann das sein? Ja, könnte sein, ne? Weil hier war ja nichts mehr. Wir müssen eh zurück. Jo. Komm, sag mir doch mal, wie es weitergeht, Junge. Du brauchst jetzt nicht deinen Kopf einziehen, also wirklich. So, ja. Dann rufen wir mal den Fahrstuhl. Wo kommt denn der? Ach so. Achso, ja, yeah, ja, ja, okay, damit ist dieser hier gemeint, nicht das tolle Teil, sondern das Ding nach wie vor. Okay. Nach unten? Ist das überhaupt richtig? Waren wir letztes Mal nach oben gefahren? Ja, offensichtlich, okay. Na, siehst du auch so, siehst du auch so. So, ja. Da hinten ist mein nächstes Ziel. Ich muss aber noch das Püppchen haben. Da muss ich doch irgendwie rankommen. Leider habe ich den passenden Kommentar dazu noch nicht bekommen, wie ich das kriege. Aber ich glaube, ich komme gerade selber drauf. Beziehungsweise, ob ich schon was verpasst habe, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, ich komme da gerade schon selber drauf. Vielleicht wollt ihr auch, dass ich da selber drauf komme, ob ich hier noch hin was machen muss. Kann ja auch sein. So. Aber, what nu? Hier kommt man nicht drauf, ne? Weil wie habe ich das Gefühl, dass das hier nichts bringt, hier zu sein? Oder? Vielleicht darauf? Nee, das funktioniert nicht. Nee. Nee, das geht nicht. Okay, aber was habe ich jetzt davon? Nee, das ist irgendwie... nichts, was mir hilft. Ich dachte, jetzt war ich mal clever und hab was gefunden. Aber irgendwie... scheint dem nicht so. Nee. Nee.
Hier ist anscheinend nichts. Nee. Schade eigentlich. Hätte sein können, dass... Könnte ich jetzt bitte auch mal wieder zurückkommen? Nö. Ist mir nicht gestattet. So, nur aber. Ja, hier ist nix. Was haben wir hier noch? Hier kann man nicht rauf. Ich kann mir nicht helfen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch was nicht habe. Weil hier oben ist ja irgendwie die Puppe noch. Ja gut, vielleicht machen wir erstmal weiter. Man kann ja eigentlich in der Regel eh zu allem wieder zurück. Ist jetzt nur die Frage, wo muss ich dafür hin? Hier anscheinend. Okay. Und nu? Ah, hier. Ja, habe ich kapiert. Okay. Hier, jo. Wo komme ich nu hin? Würdest du da bitte hochgehen? Dankeschön. So. Schöne Aussicht auf alle Fälle. Jo. Kann man nicht meckern. Okay, weiter. Wieso kann ich da nicht hoch? So geht's auch natürlich. Gut. Das ist aber auch nur für eine dumme Rüstung. Aber die bringt mir ja nichts, weil ich nicht mehr tragen kann. So, warum bin ich denn hier? Weil wir da weiter. Okay. Ja, okay, ich verstehe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich damit nicht zu den Secrets komme. Und warum ist da noch so viel Gelbes? Soll ich gelb heißen, doch, dass ich da noch nicht war, oder? Hm. Warum ist das da alles noch? Ich bin schon wieder verwirrt. Aber wir gehen jetzt erstmal hier weiter. So. Dann hier hin. Und dann geht's hier weiter, jo. Oh! Junge! Boah. Alter. Scheiße. Na. Wie macht man am besten einen mit Schild kaputt, ja? Das ist wirklich eine gute Frage. Ja. Jetzt habe ich genau in dem Moment den Explosivschuss aufgeladen, wo der kam. Ach, das ist ja unglaublich. Vielleicht die Motorsäge? Ja, aber es ist auch Verbrauch, der nicht Not tut, ne? Immer irgendwie anders kriegen den Typen. Bestimmt mit Granaten. Gut. Dann... müssen wir das leider nochmal machen. Tut mir ja leid. Aber die Tür ging schon auf, obwohl ich die noch gar nicht aufhaben wollte. Ja. Das bringt einem dann erstmal aus der Fassung. Aber im wahrsten Sinne. Aber ich muss ja auch noch Secrets finden. Das macht mich verrückt. Denn ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht ganz... fertig bin mit der Ecke hier. So. Wir müssen das anders angehen. Was geben wir dir denn mal? Auf jeden Fall schon mal eine Granate. So, bam. Sofort die Säue. Ah, der geht aber trotzdem tot. Hm. Nett. Ich hatte mir das eigentlich anders vorgestellt. So ein bisschen mit weniger Heldverlust und so. Ja, aber nun gut. Ja. Was haben wir denn hier? Okay. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wo wir da hinkommen. Ich will aber erstmal noch gucken, was hier ist. Noch ein bisschen hell für mich. Ja. Nimmt man gerne mit. So, jetzt muss ich mal gucken.
Boah, war 10 Minuten aber schon wieder rum. Bei dem bisschen, was wir getan haben. Ernsthaft? Kam mir gar nicht so vor. Ach, du liebes bisschen. So, jetzt sind wir hier. Ja, da, die Puppe, die müssen wir irgendwie noch kriegen. Und ich glaube, dass wir da schon vorbei sind irgendwie. Also ich kann mir nicht helfen. Ich glaube, da müssen wir noch hin. Denn hier geht's, glaube ich, jetzt weiter. Und was ist das für eine Dingens? Also ich glaube, wir sind hier noch nicht fertig. Das Gefühl sagt's mir. Was haben wir denn hier? Hier ist doch schon Exit Area, ne? Ja. Also das mit der Puppe kommt mir echt komisch vor. Na gut. Jetzt komme ich nicht mehr zu. Was, echt jetzt? Weil das ist nicht so schön. Wie lange ist das so, dass man da nicht zurückkommt? Ja. Ich würde mich jetzt echt interessieren. So, man kann das, glaube ich, umändern noch. Jetzt muss ich es hoffen, dass man das noch kann. Jetzt hat er nämlich gespeichert. Wow. Ich muss sagen, die Shotgun rockt echt. Hat noch gereicht, okay. Ich hatte nämlich so ein bisschen Sorge, dass es das nicht mehr tun wird. Aber... das Exit, oder? Ja, das sieht ganz anders aus. Ich bin aber nicht sicher, dass ich da schon hin will. Weil... es sind noch Secrets zu tun. Ah. Ne, das siehst du genauso. Du wusstest ganz genau, wo die Secrets sind und sagst es mir nicht mal. Ne? Ja, ja, das sind mir die richtigen. So. Bisschen aufräumen. Ne, muss sein. So, ja. Aber hier ist, glaube ich, nichts weiteres zu tun. Hier kann man noch den Bereich entriegeln, ja. Oh, hi. Wieso bist du auf einmal hier? Ach so, du bist durchs Fenster gesprungen, ist das so? Ja, du sag das doch. Sag mir doch, wenn du so einen Unsinn machst. Oh, ich verliere schon wieder Health hier. Nicht gut. Nicht gut. What war das? What the hell? Hat mich da sofort getötet. Das war ja ein One-Hit-Kill, oder? Eieiei. Das sah auf jeden Fall sehr interessant aus. So, aber ich will mal wissen, ob man hier wirklich nicht mehr zurück kann. Ah, doch, kann man. So, also da scheint es mir weiter zu gehen. Hey, das ist doch zum Verrücktwerden. Ey. Also da geht es ja eindeutig zum Exit, das sehe ich ja von hier. Aber wie komme ich denn in die Puppe? Da muss ich... außerdem... eine Rüstung wäre auch nicht verkehrt, ne? Die andere Frage ist allerdings, brauche ich die Rüstung? Hm. Vielleicht kommt man ja hier rüber irgendwie. Irgendwie. Obwohl, hier sind noch zwei Rüstungen, ne? Weil dann würde ich mir eine für den letzten Bereich nehmen und eine fürs Level Exit dann irgendwann. Ja. Wäre, glaube ich, eine kluge Taktik. So. Achso, dann sind wir eh wieder nur da. Tja. Der Secret, ne? Das ist irgendwie ein Rätsel für sich. Tja.
Oder ich bin echt noch zu früh dran damit. Ja, das hätte mich jetzt hier beim letzten Mal mal interessiert. Diese Info. Weil, dann hätte ich jetzt nicht rätseln müssen. Aber wir können ja eine Rüstung schon mal mitnehmen. Die gibt sogar nur 30, ey. Eine haben wir da drüben ja noch. Die bewahre ich mir auf fürs Exit des Levels. Aber wie kommt man jetzt an dieses verfluchte Sigro dran? Das muss ja hier irgendwie jetzt schon möglich sein. Das kann ja nicht sein. Das muss ja jetzt schon möglich sein eigentlich. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da aufgeben muss. Erstmal. Weil ich sehe nicht, wie ich da rankommen kann. Leider, leider. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es irgendwas damit zu tun hat. Weil warum kann man hier rauf? Das muss ja einen Grund haben. Ich meine wirklich, das muss doch einen Grund haben, dass man hier rauf kann. Denn normalerweise geht er nur auf Dinge rauf, wo es auch Sinn macht. Oh mein ernsthaft jetzt. Jetzt gehst du da auf einmal hoch oder was? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Junge. Das. Ich fühle mich jetzt ein bisschen getrollt. Da hat wahrscheinlich lediglich der Anlaufschwung gefehlt. Ich glaub's einfach nicht. Weil eigentlich war das schon offensichtlich, dass hier was sein muss, weil wir haben ja gelernt, dass der Typ nur hier, weil da geht er nämlich zum Beispiel nicht rauf, der klettert nur an Dinge hoch, wo auch was ist. Deswegen war das eigentlich schon so ein bisschen offensichtlich, dass hier was sein muss. Deswegen hat mir das auch keine Ruhe gelassen. Und du sagst auch nichts, ne? Gibst mir nicht mal den Tipp, ey. Das kostet dich ein paar Körperteile jetzt. So. Wenn wir das mal geklärt haben. Nehmen wir mal die hier. Falls da wieder irgendeine Überraschung drin ist. Okay. Aber sonst war hier nichts mehr, oder? Doch, da ist noch was. Oh. Oh, oh. Das Wichtigste lasse ich hier liegen, oder was? Ich glaube, es geht los. Nee. So, wofür war es nochmal gut? Irgendwelche Extras. Ich glaube, da muss ich mal auf die Map gehen. Nö. Das ist natürlich die Frage. Für was war die gut? Die tolle Figur jetzt. Ja. Das ist mir jetzt gerade nicht ganz klar. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich mir nochmal die Energie genutzt habe und das hier versucht habe, ja. Gut, ist jetzt hier alles grau? Nee, da ist immer noch was nicht grau. Irgendwas ist hier immer noch nicht grau. Hier ist noch was zu tun. Wieso, was ist denn hier? Was soll denn hier noch sein? Warum kann man hier sein? Man kann hier noch längs, ja. Oh, wow, wow. Das war sehr gehaltvoll. Also, absolut. Aber lieber habe ich das Grau, als das danach aussieht, als wäre da noch was zu tun. So, okay. Dann, ja, natürlich blöd, dass ich jetzt den Speicherpunkt nicht innehaben, wo ich das Secret schon gemacht habe. Das hätte natürlich irgendwo mehr Sinn gemacht. Ja gut, jetzt sind wir wieder hier.
Aber ich glaube, es fehlt immer noch was. Ich muss gleich mal auf die Map gucken. Warum zerlegt sich das so viel Zeit weg? Ich finde das erschreckend. Der Zeitverlust ist irgendwie erschreckend, ey. So. Was sind diese gelben Dinge eigentlich noch? Aber da war ich ja schon. Also die muss... Da war ich ja definitiv. Also die gelben Dinger können nichts mehr zu sagen haben, meiner Meinung nach. Könnt ihr mir auch mal vielleicht sagen, was diese gelben Dinger hier zu sagen haben? Ob das irgendwie Missionsziele sind oder... Boah, das war die gelbe Tür. Aber was ist das? Ja, das würde mich auch nochmal interessieren. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal sagen. Wenn ich das hier so richtig sehe, geht's nur noch hier weiter. Aber es gibt trotzdem noch zwei Secrets und sogar noch eine Elite-Wache. Vielleicht haben wir aber hier noch gar nicht das Ende, sondern es geht vielleicht immer noch weiter. Okay, aber hier scheinen wir jetzt tatsächlich durch zu sein. Gut. Musste ich hier hinten hin nochmal, genau. Ja. Aber was hat jetzt hier so lange gedauert, dass ich schon wieder so viele Minuten auf der Nadel habe? Ach, nimm mal jetzt mit. Egal, jetzt. Was hat hier so lange gedauert, dass ich hier so viele Minuten auf der Nadel habe? Schon. Ich finde das schockierend, wirklich. Denn ich habe hier noch gar nicht viel gemacht. Ach, wo kommst du denn jetzt her? Ernsthaft? Leck mich. Wo kommt ihr jetzt her, Jungs? So. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine neue Waffe bekommen oder so. Nee, ne? Nee. Das war irgendwas anderes. Ich glaube, das war nur die Plasma, ein bisschen Munition oder so. Ach, ist ja klar, dass hier noch Viecher waren. Ich musste ja laden. Logisch. Ja und? Den kenne ich doch. Ach so, Wachmann 2, okay. Ein besessener Wachmann wird versuchen, einen optimalen Abstand zu seinem Ziel... habe ich das schon gelesen? Aber von denen habe ich schon ganz viele gekillt angeblich, okay. Welcher ist denn jetzt neu? Ne, der ist neu. Aber so viele Glory Kills? Okay. Okay. Bin jetzt ein bisschen verwirrt. Vielleicht zählen die ja zu denen ohne Schild dazu. Ein besessener Wachmann wird versuchen, einen optimalen Abstand zu seinem Ziel zu halten. Nähert sich ein Ziel zu sehr, führt der Wachmann einen mächtigen Hieb mit seinem Schild durch, um sich dann auf seine bevorzugte Kampfdistanz zurückzuziehen. Besessene Wachleute wurden bisher nur mit der DS-117 UAC-Shotgun und einem Schild gesichtet, was nahelegt, dass es sich um Mitglieder der Spezialeinheit UAC Neophalanx handelt. Die Neophalanx wird ausschließlich zum Schutz abgelegener UAC-Kolonien eingesetzt. Der hat also eine Shotgun und ein Schild. Was hatte der? Ah, wahrscheinlich die Nummer, die... Was die anderen auch haben, ja. Gehe ich mal von aus jetzt. Gut. Gut, wie gehen wir jetzt vor, dass wir hier nicht wieder verrecken? Ich würde sagen... Nimmst mal das Sturmgewehr in die Hand. Damit kann man nicht wirklich gut stürmen, wie der Name schon sagt. Und probieren wir es damit nochmal, ja. So, du bist weg. Habe ich hinter mir was gehört? Nee.
Scheiße. Granate lädt noch auf. So, jetzt. Es lebt da noch. Nur noch Zombies oder auch noch irgendwas Ernsteres? Ne, lebt ja auch noch der mit dem Schild, glaube ich, noch. Jetzt mal erstmal die Zombies platt. Naja, da lebt noch was Ernsteres. Wow. Okay, die Granate hat ihren Job erledigt. Da ist noch jemand. Bitteschön. Weg mit dir. Ich wollte zwar einen Glory Kill an dir machen, aber man kann ja nicht alles haben. So, ja. Shotgun-Munition wäre auch noch nice. So, aufgeladen ist. Wir haben nicht viel geschafft in diesem Part. Das ärgert mich jetzt selber ein bisschen. Hier war schon wieder ein Gegner, oder? Jo. Wie gut, dass ich gewartet habe. Was sind das denn für Geräusche? Gut, wer will noch mal, wer hat noch nicht? So, da geht's weit. Ah, okay, da ist die Wache. Dann gehen wir dahin. Gut. Ist die Frage, was passiert jetzt? Ich nehme das Sturmgewehr. So. Kann ich damit schon mal wieder was machen? Wahrscheinlich. Ne, das könnte ich machen. Aber das lohnt sich nicht. Gut, da müsste ich jetzt auch schon mehr bezahlen. Okay, das könnte sich lohnen. Gucken. Wenn ein Verstärker aufhört zu wirken, wird eine gefährliche Schockwelle ausgelöst. Worauf bezieht sich denn das? Auf die Power-Ups? Was ist jetzt mit Verstärker gemeint? Jo, das ist jetzt die Frage. Was ist mit Verstärker gemeint? Da sieht man ja schon so ein bisschen. Obwohl, das ist nur die... Ja, genau, das sind die Symbole. Aber was ist Verstärker gemeint? Sind da die Sphären mit gemeint? Das würde mich jetzt mal auch interessieren. Vielleicht sieht man das in den Erklärungen. Verstärker. 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 Das würde mich mal interessieren, ja. Was ist damit jetzt nochmal gemeint mit Verstärker? Vielleicht könnt ihr mir das bitte mal sagen, was die jetzt mit Verstärker meinen. Weil darauf baut sich ja auf, ob ich das jetzt dafür benutze oder nicht. Ich verstehe gerade nicht, was sie damit jetzt meinen. Oder ich bin gerade absolut auf dem Holzweg hier, aber in Form von, das müsste ich eigentlich kennen. Aber mir sagt es gerade aktuell nichts. Was ist das? Nice. Nimmt man gerne mit. Alle Waffen aufgefüllt. Oh, perfekt.
Sag ich jetzt mal nicht nein zu. Ja gut, dann... Wie sieht die Erkundung aus? Da fehlen noch zwei Sachen. Die Agentzelle soll es ja auch geben. Wo ist denn das alles? Ja, wo ist denn das alles noch? Die soll man automatisch kriegen, hat man mir gesagt. Das will ich doch mal hoffen, dass das so ist. Aber zwei Secrets fehlen mir trotzdem noch. Naja, gut. Ja, der war nicht gut. Der war nicht gut gelungen. Nee. Schmeiß schon. Wow. Ah, mach mal. Kriegst den hier. So. Hilfmäßig geht es mir gerade eh ziemlich. Aber der macht mir da Sorgen. Der macht mir schon ein bisschen Sorgen. Ja, vielleicht kommt er jetzt ja eh raus. Na, ah, hat's wehgetan. Da ist noch einer. Ha! Ein dummer Imp lasse ich mich jetzt nicht. Oh, der ist aber sehr defensiv, der Typ. Ah, ihr Schild gibt aber auch irgendwann nach, habe ich das Gefühl. Hier, bitteschön. Was sagt dein Schild dazu, hä? Ja, nicht viel mehr. Da hat er nicht mehr viel zu melden. So, gut. Hm. Hätte ich mal wissen sollen. Jetzt ist die Shotgun bestimmt nicht mehr auffüllbar von dem Teil, oder? Wo war denn das überhaupt hier, ne? Natürlich nicht. Wäre so bestimmt gewesen. So. Was haben wir hier noch Schönes? Hier haben wir auch noch einen Gang. Aber der bringt mir nicht viel. Der sieht aber auch nicht mehr so gesund aus. Ah, ein bisschen Plasma-Medizin rein und dann ist der wieder wie frisch geboren. Dann geht's ihm wieder perfekt. Man muss nur Geduld haben, dass die Medizin braucht ein bisschen, bis sie wirkt. Also macht euch da keine Gedanken. So. Was haben wir hier Schönes? Das ist jetzt der Rest, ne? Und da ist tatsächlich noch ein Secret. Naja. Es muss aber irgendwie das einzige Secret noch sein, weil ich kann hier nichts mehr finden an Secrets auf der Map hier. Oh. Das wird wahrscheinlich hier sein. Nehme ich mal ganz stark an. Jo, das war jetzt easy. Schweres Sturmgewehrmodell, bronzefarbener Typ. Hi, was? Hat sich jetzt die... Sieht das Ding jetzt anders aus? Hä? Okay. Bin gerade unsicher, ja. Die Farbe hat sich wohl geändert, ne? Aber was habe ich davon? Jo, ein Secret soll es hier noch geben. Ist das jetzt diese... Das ist tatsächlich die Agentzelle, wie es scheint. Und lauf... Ah. Hier ist nichts mehr. Ja gut, das war jetzt einfach zu finden. Das war jetzt nicht die Kunst. Okay. Gut. Kann man da jetzt rein oder nicht? Was haben wir hier noch Schönes? Hm.
Ja, hier scheint nichts mehr zu sein. Das ist hier alles erkundschaften, ne? Muss ja sein. So, aber hier ist nichts mehr. Aber ich glaube, hier sind keine Gegner mehr. Ich weiß es nicht. Meine Schatten gehen nochmal aufladen. Aber ich glaube eh, dass man da wieder... Es ist ein Geschenk. Nimm es. Es wird dich stark machen. Dir auf deinem Weg helfen. Wenn du den Energiestoß überstehst. Okay. Also zurück kann ich nicht mehr, aber es macht auch nichts. Die 3-Schuss-Shotgun-Munition ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich hoffe, das ist das letzte Secret jetzt auch. Irgendwie... Kommt mir das sehr merkwürdig vor. Ja, wo ist denn jetzt noch ein Secret hier? Habe ich jetzt echt eins verpasst, oder wie? Aber eins finde ich auch... Das gibt's doch nicht, ey. Ich bin jetzt echt verwirrt hier. Als wenn ich jetzt tatsächlich ein Secret nicht habe. Weil das ist doch Levelende, oder nicht? Und vielmehr ist die Frage, was ist denn da noch? Weil da kam ich nicht rein. Aber hier komme ich jetzt auch nicht mehr zurück. Okay, Munition, definitiv. Ja, ne? Munition. Munition, ja, das ist mich eindeutig zu wenig. Du hast unreine Argent-Energie aufgenommen. Sie scheint dir zu bekommen. Ich entsperre die restlichen Argent-Zellen in der Station für dich. Vega, gib ihm, was er will. 61.337 UAC-Angestellte verstorben, 81% der Einrichtung abgeriegelt, dämonische Präsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus-Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der UAC-Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olivia Pierce aus ihren Zellen befreit hat. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich. Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Okay. Ah, es geht tatsächlich noch weiter, okay. Oh, ja, schon 30 Munition jetzt drin. Okay. Interessant. Ja, damit kann man schon eher mitarbeiten. Gut, das... Gut. Ah, das Level ist noch längst nicht zu Ende. Ah, jetzt wird einiges klar. Und ein Speicherpunkt erreicht. Ja, gut. Die Frage ist, wie lange geht das Level noch? Ich habe jetzt auch schon einiges an Zeit wieder auf der Nadel. So, da kann man tatsächlich noch reingehen, jo. Und das soll jetzt alles... Da fehlt auf jeden Fall noch ein Secret. Das ist, so viel ist klar. Wir haben hier auch noch eine Information in der Datenbank mit der Argent Energy. Argent Energy, so, ja.
Zu Beginn der Entwicklung des Argent-Akkumulators stellte sich heraus, dass Argent-Plasma seine Struktur behält, wenn es mit ausreichend radioaktiven Isotopen beschossen und zu einer Hayden-Radiosphäre, benannt nach Samuel Hayden, zusammengepresst wird. Wird die Oberflächenspannung der Sphäre durch etwas gestört, verliert sich die in der Sphäre enthaltene Energie sehr schnell. Dadurch wird praktisch alles energetisiert, womit diese Sphären in Kontakt kommen. Argentspeicher waren die Vorläufer des Argent-Akkumulators, aber ihre Empfindlichkeit macht sie für eine breite Nutzung unpraktikabel. Allerdings finden sich noch hunderte Prototypen dieser Argentspeicher in der Argent-Einrichtung. Sie gelten als eine Art Sammlerobjekt unter den Angestellten der UAC. Sollten Sie auf einen Argent-Speicher stoßen, melden Sie dies Ihrem Abteilungsvollstrecke. Ja, gut zu wissen. Jetzt können wir endlich mehr Munition tragen. Ah doch, ist erhöht. Ah, ich glaube, war vorher auf 90 bei dem, ne? Aber schön, dass jetzt alle Waffen wieder voll sind. Ah, ich kann auch mehr Motorsäge mit mir führen. Oh ja, Alter, das war echt das Wichtigste, dass ich die Munition erhöht habe. Das war alles wesentlich wichtiger als alles andere auf der Welt. Hier ist das Level-Exit. Ja, mir fehlt aber noch ein Secret irgendwie. Wieso? Das kann gar nicht sein. Wieso fehlt mir hier noch ein Secret? Wieso fehlt mir hier noch ein Secret? Ohne Scheiß. Ja. Das ist tatsächlich Level-Ende. Da bin ich mir recht sicher. Gut, na wie auch immer. Ich lasse den Part jetzt erstmal beenden. Vielleicht könnt ihr mir sagen, welches Secret ich hier noch übersehen habe oder ob das Level vielleicht doch noch nicht zu Ende ist. Weil, aber eigentlich sollen die Argent-Zellen, glaube ich, immer am Ende des Levels sein. Ich finde das gerade ein bisschen merkwürdig. Also was mich echt nochmal interessieren würde, was ist das letzte Extra, was ist das letzte Secret, wieso sehe ich das auf der Map nicht, wieso finde ich es nicht? Habe ich echt noch was übersehen? Warum finde ich es einfach nicht? Und die zweite Frage ist, wie gesagt, was ist hier der Verstärker? Das würde mich mal interessieren. Ja. Ansonsten, ja, ein bisschen längerer Part diesmal habe ich auch absichtlich so gemacht, damit hier auch ein bisschen noch was passiert, weil irgendwie waren die ersten 20 Minuten sehr schnell rumgegangen, was mich echt gewundert hat. Ja. Ich bedanke mich bis hierhin, wie immer, fürs Zuschauen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.